Servus Freunde, willkommen zum neuen Video. Im heutigen Video möchte ich mit euch über 7 Fehler bei Nässe reden, das heißt das Fahren bei Nässe. Damit haben viele ein Problem. Leider Gottes passt das Wetter heute nicht ganz zum Thema, aber ich bin ganz froh, dass endlich die Sonne draußen ist, es endlich wärmer wird. Aber ich war vor 2 Wochen in Steinach, das Video blende ich euch hier oben mal ein. Und da war es ziemlich nass und da ist mir die Videoidee gekommen. Der Wetterbericht sagte, es soll nochmal so werden, ist es aber Gott sei Dank nicht geworden. Und deswegen möchte ich trotzdem mit euch mal darüber sprechen. Wie schon gesagt, haben viele Fahrer ein Problem mit der Nässe. Sie wissen nicht ganz so richtig, wie sich das Rad auf den Wurzeln oder Steinen verhält. Sie wissen nicht, wann sie bremsen sollen und damit möchte ich mal heute mit euch reden. Viele Fahrer fühlen sich einfach bei Nässe unwohl, wissen nicht, wann sie bremsen sollen. Die Kurven sind gefährlicher, die Wurzeln, Steine können einen außer Kontrolle bringen. Ich persönlich war auch nie der wirkliche Nassfahrer, aber durch die ganzen Jahre habe ich das ein bisschen gelernt und ich möchte euch meine Tipps einfach weitergeben. Wann haben wir die meisten nassen Trails? Die meisten nassen Trails sind einfach im Winter, wenn das Wetter sowieso nicht so pralle ist. Und da geht es auch schon los. Punkt 1, die Kleidung. Sprich auch Schutzbrille und Schutzblech, um euch einfach vor Schlamm zu schützen. Im Winter benutze ich oft solche Brillen hier, entweder mit glasklar, also komplett durchsichtig, oder mit so einem leichten Gelbton, der die ganze Umgebung ein bisschen heller macht. Jetzt im Sommer, beziehungsweise wenn die Sonne ein bisschen rauskommt, nehme ich ganz normal so eine. Also wie gesagt, der Sichtschutz ist enorm wichtig, deswegen auch wenn es erstmal ein bisschen blöd aussieht, Mudguard dran machen. Und wie gesagt, die Sicherheit geht vor, deswegen scheiß drauf. Achtet nicht so drauf, wie das Bike und ihr aussieht. Das ist komplett egal. Hauptsache, ihr habt Spaß bei der ganzen Geschichte und verletzt euch nicht. Punkt 2 ist das Körpergewicht, die Körpergewichtsverlagerung. Wie ihr wisst, fahren wir alle die Trails in der Aktivposition nach unten. Beine und Arme sind leicht angewinkelt, so damit wir Unebenheiten ausgleichen können. Manche machen das bei Nässe vor Angst, keine Ahnung. Ich persönlich habe den Fehler auch anfangs gemacht, das Gewicht zu weit nach vorne zu verlagern. Dadurch haben wir zu viel Druck auf dem Vorderrad und falls wir auf eine Wurzel oder Stein fahren, kann es passieren, dass wir wegrutschen. Deswegen empfehle ich euch einfach, das Gewicht ein Stückchen weiter nach hinten zu machen. Nicht zu weit, sonst haben wir wieder zu wenig Grip vorne und zu viel hinten. Das bringt uns auch nichts weiter. Die ganze Geschichte ist eine kleine Übungssache. Probiert einfach aus, testet euch ran. Aber ich verspreche euch, ihr kommt definitiv besser die Trails runter, wenn ihr diese Geschichte ordentlich macht. Punkt Nummer 3 ist einfach zu steif auf dem Rad sitzen. Das passiert automatisch. Ihr habt Angst, hinzufallen oder sonst irgendwas euch zu verletzen und dadurch verkrampft ihr enorm, haltet das Rad richtig fest in der Hand und dadurch wird eure Fahrweise aber auch steif. Versucht euch zu entspannen, fahrt diesen Trail ganz normal runter. Wenn es euch zu schnell geht, dann fahrt ihn halt langsam, aber entspannt runter, haltet das Rad nicht zu dolle fest. Das kostet erstens enorm viel Kraft, ihr bekommt Armpump und es macht einfach nicht so viel Spaß, den Trail runterzufahren. Und wenn ihr die ganze Geschichte locker macht, verspreche ich euch, wird die ganze Geschichte auch besser gehen, denn ihr könnt einfach besser mit dem Rad ausgleichen, was auf dem Trail passiert. Deswegen versucht locker an die ganze Geschichte ranzugehen. Punkt Nummer 4 ist, na klar, wir möchten alle immer so oft es geht Mountainbike fahren, aber an manchen Tagen oder beziehungsweise bei manchen Strecken ist es vielleicht besser, sie nicht zu fahren, denn bei Nässe ist der Boden enorm aufgeweicht und ihr könnt die Trails zerstören. Falls ihr die Trails nicht selber gebaut habt, sondern die einfach nutzt, beziehungsweise falls ihr die Leute kennt, die sie gebaut haben, fragt, ob ihr bei Nässe fahren könnt. Das ist so eine Sache, fragt sie einfach, beziehungsweise achtet darauf, die Trails nicht so dolle zu zerstören. Punkt Nummer 5 ist die Linienwahl. Die ist immer wichtig, ob im Trockenen oder im Nassen. Aber im Trockenen ist die Linienwahl manchmal anders, als ihr sie bei Nässe fahren solltet. Achtet darauf, wo ihr langfahrt. Schaut euch die ganze Sache vorher genau an. Macht euch ein bisschen leichter vielleicht, falls ihr um Kurven fahren müsst oder über Steinfelder und sonst was. Und ganz, ganz wichtig ist, nicht auf Wurzeln und Steinen bremsen. Wenn ihr dort eine Vollbremsung auf diesen Dingern hinlegt, rutscht ihr definitiv weg, das verspreche ich euch. Und ihr legt euch hin und könnt euch eventuell sogar verletzen. Das will ja keiner von uns. Deswegen achtet einfach darauf, keine Vollbremsung hinzulegen. Ihr müsst auch ein wenig auf die Reifen achten bei der ganzen Geschichte. Also das geht alles in den Punkt Linienwahl mit rein. Oder habe ich einfach mal in den Punkt Linienwahl mit einfließen lassen, weil das Ganze eigentlich zusammengehört.
Nicht immer Matschreifen ist richtig, aber der ganze Matsch kann enorm viel bremsen. Deswegen achtet darauf, die Reifen freizufahren. Deswegen keine Vollbremsung machen, denn die Reifen fahren sich dann richtig zu wenn ihr ständig Vollbremsung macht, und fahren sich erst frei, wenn ihr die Räder einfach laufen lässt. Deswegen die Geschichte. Achtet natürlich auch als kleinen Zwischenpunkt auf den Reifendruck. Bei Nässe fahre ich immer ein bisschen weniger als bei Trockenreit, um dass sich der Reifen einfach besser an die Unebenheiten am Trail anpassen kann. Punkt Nummer 6 ist das Bremsen. Wie ich es vorher schon gesagt habe, ihr müsst definitiv entweder eher bremsen, falls ihr in Kurven oder auf Steinfelder, Wurzelfelder drauf zufahrt. Bremst niemals, wirklich niemals auf Wurzeln oder Steinfeldern voll durch. Also zieht die Bremse niemals voll. Wie gesagt, ich verspreche euch, dass ihr euch hinlegt. Das kann echt wehtun. Dadurch, dass das Rad einfach auf diesen nassen Oberflächen komplett blockiert, macht der Reifen mit euch, beziehungsweise das Rad mit euch, was es will. Das will keiner. Es generiert nur Grip, wenn es rollt. Rollt durch die Passagen durch. Rollt langsamer rein, das meine ich damit. Vorzeitig bremsen und tastet euch durch. Ihr könnt euch auch rantasten, was euer Grip macht. Fahrt es immer mal ganz langsam an und dann werdet immer schneller. Und ihr merkt, ab welchem Punkt ihr voll reinkrasseln könnt oder vielleicht doch vorher anbremsen solltet. Punkt Nummer 7 geht auch mit ins Bremsen rein. Ihr seht, das Bremsen ist ziemlich wichtig bei Nässe. Ist Punkt 7, später bremsen. Lasst das einfach, später zu bremsen. Bremst früher. Bei Nässe werden sowieso keine neuen Rekorde gebrochen. Also macht das bitte nicht. Durch den Matsch rutscht ihr auch einfach, wenn das richtig matschig ist und ihr macht eine Vollbremsung, weil ihr abbiegen wollt oder sonst was. Ihr rutscht definitiv weiter. Die Bremswege werden einfach länger. Wie schon gesagt, ihr müsst keine neuen Rekorde bei Nässe brechen. Kommt den Trail einfach sauber runter, habt Spaß dabei. Und bei Trockenheit werden dann die neuen Rekorde gebrochen. Das war's schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und weitergeholfen. Wenn dem so wäre, Like und Abo nicht vergessen. Falls ihr noch ein paar Tipps oder Fragen zum Thema Nässe habt, schreibt sie doch gerne unten in die Kommentare. Ich würde sie euch gerne beantworten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann.